Aber wenn man sich nicht bewegt, fühle ich mich ganz wohl. Ja? Hast du mich lieb? Nein? Ein bisschen. Was geht ab, Sexy Unicorn am Start? Hallo, ich bin's Niki und heute wieder mit Brucey! Hallo! Also mit der lieben Livia. Und wie ihr schon gesehen habt bei Teil 1, kann ich euch da oben verlinken. Da hat die Livia nämlich den Castor geputzt und fertig gemacht. Natürlich mit der Magic Brush. Natürlich mit Magic Brush, genau. Und heute in diesem Video geht es darum, dass die Livia den lieben Castor sattelt und reitet. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, sie ist eine mittelprächtige Anfängerin, was Pferde und Reiten betrifft. Ich meine, sie war schon ein paar Mal mit mir im Stall mit, aber meistens hat das nicht ganz so ein gutes Ende. Meistens. Aber meistens. Ja, es sind uns schon ein paar Sachen passiert, muss ich sagen. Ja, ich habe sie ein bisschen verwechselt mit einer Person, die vielleicht schon reiten kann, aber es ist immer ganz gut ausgegangen. Und deshalb habe ich mir gedacht, wir starten einen neuen Versuch. Yay! Gut, also ich würde sagen, los geht's. Du sattelst, weil du hast jetzt schon geputzt und sattelst jetzt mal das Pferd. Okay. Okay? Okay. Los geht's! So, jetzt ist der liebe Castor geputzt. Und jetzt gibst du noch den Sattel, den ich dir daher geleckt habe. Und der gehört jetzt noch aufs Pferd. Yay! Yeah. Der ist ja riesig. Ja, aber auch nicht im Boden. Okay, warte, noch, warte, stopp. Nicht wegen dem. Wegen dem. Weg. Du darfst ihn nicht gegen das Fell, weil sonst liegt der Sattel so auf. Du musst ihn daher zuerst und dann nach hinten schieben. Also musst du ihn eigentlich wieder. Ja. Okay. Und dann kommt dieser Sattelgurt darunter. Genau. Locker. Oh je, Liebe, was sehe ich denn da? Muss ich das jetzt weg? Ja. Da, da stehen Utensilien und die kannst du dir aussuchen. Livia, tu das mit der Gabel das scheiße Haufen weg, okay? Das ist die Niki, gell? Das ist der Niki, ja. Sag, geh weg, sonst spieße ich dich auf. Schimpfen in meinem Video ist nicht. Piep, piep, piep. Okay, Niki, geh weg, sonst spießen wir dich auf. So, hier ist Livias Gabel, der Niki und der Scheißehaufen. Den jetzt auf wird und dann wird alles runterfallen. Klar, da fliegt die ganze Kacke wieder runter. Warum heißt es ein Gabel? Weil es eine Strohgabel ist. Ja, dann macht sie immer so eine Gabel weg. Ja, nein. Willst du sagen, du hast das richtige Gerät dafür ausgesucht? Ja. Das geht super. Kann ich nur weiterempfehlen. Soll ich mal was anderes? Okay, wir brauchen anderes Werkzeug. Das ist das perfekte Equipment, um Kacki wegzumachen. So, auf ein neues. Auf in meine Kamera zu beißen. Okay, ist als halbe Tüte. Gut. Gut gemacht. Schau, du wolltest ein Lob haben. Gut gemacht. Danke. Wir könnten einen dritten Teil machen. Du hilfst mir ausmisten. Okay. Wieso habe ich es dir vorgeschlagen? Oder wir könnten einen anderen Teil machen, wie du reitest ein anderes Pferd, so das Pony oder so. Also. Ponys sind nämlich ziemlich witzig beim Reiten. Ja, das habe ich schon mal erlebt. Okay. Jetzt kommt das Vorderteil raus. Hast du mal so ein mieses Video produziert? Ich weiß nicht, wie das geht. Gib mir Tipps. Na, das gehört auf den Kopf. Das gehört vor, aber was gehört zuerst runter oder raus? Ja, was glaubst du? Du kannst ja mal versuchen, so wie, wie du denkst, okay? Wie ist das in den Mund? Das gehört nicht in den Mund. Das gehört, aha.
Ich weiß nicht, was das ist. Jetzt kannst du das drauf, oder? Na, probier mal. Caster sagt nein. So, Liebe hat endlich die Schnalle vom Halfter gefunden, wie man es auch macht. Nein. Ja, genau. Du siehst ganz um den, also noch weiter hinter. Ja, gut. Genau, die Schnauze durch. Auge. Wie soll das gehen? Okay. Okay, Versuch der 10. Gar nicht. Okay, 11. Versuch. Ja, genau. Ja, gut. Bitte elektrisier dich nur nicht, gell? Weil sonst elektrisierst du das Pferd mit und dann haben wir ein Problem. Oder kein Problem, ja. Aber das war sauwitzig. Ja? Sein rechtes Auge. Oh. So, noch Schutzausrüstung. Liebe hat jetzt einen Rückenschutz, jetzt kriegt sie noch einen Helm von mir. Passt? So, ich glaube, die Liebe ist jetzt ready. Ziemlich. Und der Castor auch so semi. Huh? So, wir machen da jetzt mal auf, dass die Liebe aufsteigen kann. So, da ist nämlich eine Mauer und da kann sich die Liebe raufstellen und ich werde ihn da jetzt herplatzieren. So, dann sollte das Ganze funktionieren. Okay? Und ich sitze noch nicht. Ich würde sagen, wir reiten jetzt mal los. Atmen nicht vergessen, Liebe. Alles gut? Okay, okay. Das Pferd ist so hoch. Lass ihn nicht los. Okay, man muss sagen, der Gaster ist ein bisschen groß. Aber du machst es wirklich gut. Meinst du? Meinst du, alles gut noch? Funz mich euch an, meinst du? Weil du gesagt hast, meinst du? Okay, die Liebe weint. Wie groß fühlst du dich? 30 Meter. Okay, Livia. Wie easy findest du es? Nicht easy. Nicht easy? Okay. Also hast du ein bisschen mehr Verständnis für mein Hobby, dass das wirklich cool und schwer ist? Nein. Nein? Einfach nicht cool. Nicht cool? Nicht cool. Schwer, ja, nicht cool. Nicht okay. Cool. Nicht cool. Nicht cool. Nein, ich muss mich einmal von ganz weg filmen. Nicht cool? Wie geht's dir? Okay, schau, Livia. Wie wär's mit einem dritten Teil? Warte, weinst du schon wieder? Hör auf, das zu sagen. Wir müssen immer, wenn ich die Livia frage, ob sie weint, dann weinst du in so einer Situation. Aber ich habe gehört, der Castor ist wirklich brav. Bitte lass das Pferd nicht los. Nein, es geht mir eh nach. Es geht mir eh nach. Ich dachte, wir können ein bisschen traben, aber ich glaube, das wird heute.
Aber weißt du, was noch witzig wird? Das Absteigen nachher. Nein, ich hätte nicht gewusst. Wenn ihr das schätzt, was die Liebe da gerade für mich gemacht hat, dann unbedingt einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich natürlich sehr freuen. Aber ich finde, sie hat das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut gemacht. Aber ich glaube, das nächste... Meinst du schon wieder? Hör auf, das zu fragen. Aber ich glaube, fürs nächste Mal nehmen wir das Pony, die Sienna. Die kennt ihr eh schon von meinen Videos. Sie steht sogar schon da drüben. Oder den Niki, den Haflinger. Irgendwas Kleineres. Also, okay, das Pony. Weil die sind halt nicht so groß, nur die Hälfte. Weil dann vielleicht fängt die Liebe dann nicht zu weinen an, wenn sie auf dem Pferd sitzt. Nein, das bleibt drinnen. Ja, ich dachte nicht, dass das... Ich meine, ich habe das schon mal gehört, dass große Pferde für Anfänger ganz, ganz schlimm sind, weil man da so hoch runter sieht oder so, keine Ahnung. Aber ja, sie hat es auf jeden Fall überlebt und ihr geht's gut. Und sie ist, glaube ich, weiterhin meine beste Freundin. Semi. Also, falls ihr auch schon solche Erfahrungen mit euren Freunden geteilt habt, schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Das wäre sehr lustig, das zu lesen. Also, ich meine, wie gesagt, ich habe die Liebe schon das Öftere mit in den Stall genommen, aber noch nie auf ein Großpferd gesetzt. Du musst noch absteigen. Okay, die Liebe muss noch absteigen, bevor ich das Video hier beende. Das ist so hoch. Magst du dem Sheriff irgendwas sagen? Nein. Nein? Magst du Markus was sagen? Magst du wieder mal zu weinen? Weinst du schon wieder? Tust du gerade über dein Gesicht? Nein. Aber wenn man sich nicht bewegt, fühle ich mich ganz wohl. Ja? Du bewegst dich nämlich wirklich gar nicht, so gar keinen Zentimeter. Aber ich kann eigentlich still sitzen. Du vergisst zu atmen, wenn er sich bewegt. Ja. Okay, jetzt zum Interview. Wie fühlen Sie sich? Nicht gut. Nicht gut. Zittern deine Beine? Ja. Okay, die Liebe hat ein bisschen einen Panikzustand. Aber alles gut, ich bin ja auf ihrer Seite. Ich bin ja bei ihr. Das war's auf jeden Fall mit meinem Video. Lass gerne einen Daumen nach oben da. Und kostenlos abonnieren natürlich nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei unserem nächsten Video wieder. Vergesst nicht zu sagen, falls ihr einen Teil 3 davon wollt, unbedingt auch in die Kommentare schreiben. Woo! Tschüss!